ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einem Update-Spezial von Star Stable. Ich habe mir heute Dragonblood geschnappt und ich bin hier wieder auf der Koppelinsel, denn es gibt drei neue Shire-Farben. Einen sieht man hier schon, die Claudia Queenbell hat schon einen unterm Popo sitzen. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten an, den ich hier habe. Das ist einmal ein Schimmel. Das war mir irgendwie klar, dass irgendwann Schimmel auch noch mit da reinkommen. Die Augenfarbe finde ich toll. Wenn ihr das sehen könnt, er hat grüne Augen. Oder der Shire hat grüne Augen. Das sieht süß aus, muss ich sagen. So, wir haben einen Schimmel. Dann haben wir hier noch ein... ja, wie soll man das jetzt nennen? Also für mich ist das eher ein graues Pferd, aber ich würde sagen, der appelliert eher so zum Apfelschimmel. Auf jeden Fall hat er eine graue Farbe. Das ist schon mal logisch. Sieht auch hübsch aus, werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch demnächst irgendwann mal kaufen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal schauen. Aber er oder sie ist ein hübsches Tier. Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Das mache ich nicht im Voraus. Und der auch natürlich bei den Shires bei mir zum absoluten Favoriten gehören wird, ist der hier. Das ist nämlich ein Rappe mit einer schönen breiten Blässe, weil ich liebe das, wenn diese Pferde eine wunderschöne, weite, breite Blässe haben. Und schön gemusterten Beinen mit schöner Fesselbehaarung. Und ich habe auf dem Bild in den News gesehen, dass er unten am Bauch auch einen weißen Fleck hat. Also der Bauch ist komplett weiß. Und hier ist alles schwarz. Ich finde das schade, dass man so hier nicht so eine andere Kameraperspektive oder so machen kann. Das finde ich schade. Ja. So viel zu den neuen Shire-Horsen. Ich hätte vielleicht noch warten sollen, bis ich die neuen Let's Buys gemacht habe, aber ich bin jetzt auch mit Dragonblood und Thunderhoof ganz zufrieden und ja, natürlich werden die drei Pferde auch noch in meinen Stall anziehen, wahrscheinlich früher als gedacht. Ich habe nämlich ein bisschen vor, noch mal ein bisschen auszusortieren, nämlich die nächsten Pferde, die ich mir jetzt anschaffen werde, sind die Shire Horse, die ich mir komplett anschaffen möchte und danach kommen die Araber, die ich ja auch mit einer zu meinen Lieblingsrassen zählt. Ja, und danach wird dann halt wieder ganz normal weitergezogen und das wird bestimmt super. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch andere News diese Woche, nämlich eine neue Pferdedekorationen sind im Jorvik City Shopping Center angekommen und einfach mal ein Auge drauf werfen, in den Bus springen und nach Jorvik City fahren, ins Jorvik City Shopping Center. Und wenn ihr das Donnerstag macht, könnt ihr natürlich die einzigartige Rap-Performance von Raptor sehen. Und der Pferdemarkt hat jetzt gerade in Fort Pintar eröffnet. Er wird nicht aufgebaut, er ist eröffnet. Entschuldigung. Und ich freue mich schon, wenn ihr euch wieder auch, wenn ihr ein Pferd vom Pferdemarkt haben wollt, einfach hinreiten und euch holen. Die Vanessa Blue Lord, die hier gerade hinten im Bild zu sehen war, die hat auch schon einen neuen Shire unterm Hintern kleben. Ich, ja. Wie gesagt, diese Shires werden irgendwann bei mir einziehen. Und dann werde ich gucken, dass ich das super gut hin... dass ich die mir vielleicht sogar alle drei gleichzeitig kaufen kann. Dafür brauche ich aber 2700 Starcoins, glaube ich. Und ich besitze momentan 194. Ja. Also, das war's dann fürs Update für diese Woche auch schon. Und ich freue mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.